Hey an alle Survival, das da draußen und willkommen zum ersten Round Tutorial in Buried. Insgesamt werde ich euch 5 Spots zeigen und das hier ist der erste und der allerletzte Spot verbindet dann nochmal 3 Spots zusammen, um eine ganz große Runde zu rennen. Gut, als allerersten Spot wie gesagt hier und wir sind hier am Stadtbrunnen und das ist für mich eigentlich der schwierigste Spot, weil es erstens auf 2 verschiedenen Ebenen stattfindet und zweitens sind hier noch die Bäume im Weg, also sind schon mal die Kontrastseiten. Und die Waffen sind eigentlich auch relativ weit weg, falls man mal eine Punktewaffe will, also eine Wandwaffe. Da oben habe ich, glaube ich, eine AKU dran gemacht. Zeige ich aber gleich, wie man da hochkommt. Sonst von den Pro-Seiten kann man hier nicht wirklich viel sagen. Außer man hat hier einen schönen Schussweg. Denn hier sind alle Zombies schön in der Reihe. Und ich bin ja immer einer, der wirklich nur auf Headshots gehen will. Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr gute Sache. So haben wir einen Double Points. Und gehen wir mal dorthin. Und man sieht ja schon, eigentlich wie die Spawns auch sind und gerade auch wegen diesen Bäumen hier ist das mit einer der schwierigsten oder eigentlich die schwierigste Position, um hier Runden zu rennen. Gut, nehmen wir mal kurz Double Points auf und nutzen das hier aus. So, als Waffen kann ich euch, ja, da es ja High Round ist, ist die neue Waffe Paralyzer oder Pack a Punch Petrifier, ist das eigentlich ein Muss, da auf höheren Runden die Zombies sowieso nicht mehr sterben wollen und deswegen ist es besser, wenn man diese Waffe dabei hat, denn die hat eh unendlich Munition, die kann nur überhitzen und ist dann eigentlich auf hohen Runden immer noch relativ stark. Und ich habe gerade gesehen, ich musste da eine Ausweichrunde laufen, das war hinten bei dieser Karre lang und das ist ja auch nicht so schwierig, kann ich eigentlich nochmal schnell machen, falls man jetzt hier nicht mehr langlaufen kann, dann geht man einfach hier hinten lang. Man muss aufpassen, hier manchmal von links kommt ein Zombie, darf aber kein Problem sein, dann geht man einfach hier hoch und kann dann meistens über die Zombies drüber springen. Dürfte eigentlich kein großes Problem sein, wenn es geht, die langsamen Zombies einfach sofort killen, da die meistens hier immer im Weg stehen, wie ihr es schon gerade gesehen habt. So, angenommen, ich habe jetzt da oben meine Wandwaffe, die ich einfach zum Punkte machen nehme, dann lauft ihr einfach so hier. Ihr haltet die Zombies schön nah dran, ja, lauft ganz normal hoch, könnt ab hier rennen, kauft euch die Waffe, zack, wartet noch ein bisschen und ihr droppt wieder runter. Ja, langsam Zombies dürfen, glaube ich, kein Problem sein. Ich schieße aber mal lieber weg hier. Nicht, dass sie mich doch irgendwie blockieren wollen. Und dann könnt ihr auch wieder ganz normal in euren Kreislauf reingehen. So, jetzt trainen wir die noch einmal an. Killen die noch einmal, lassen die noch mal untrainen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Also ich würde es empfehlen, wirklich in diesen, in diese Richtung hier zu laufen. Die andere ist dumm, weil man muss dann bergauf laufen und dort sind die Zombie-Spawns richtig dumm. Und wenn man hier schießen will, dann macht es nicht so wie ich hier vorne, sondern eher hier hinten, dass ihr gleich nach links gehen könnt, weil ihr seht hier, wo der eine Zombie-Spawn ist. Deswegen geht fast schon ganz hinten am Geländer, dass ihr schon beim Gelände vorbei seid und dann am besten erst schießen, würde ich euch so empfehlen. Gut, dann lassen wir die noch einmal untrainen hier. Und bei den Bäumen, ihr müsst selber sehen, wie ihr laufen wollt. Also ich laufe hier so zwischen den Bäumen durch. Finde ich eigentlich am besten, weil da hinten ist noch ein Zombie-Spawn. Und die gehen auch über diesen, wie soll ich das nennen? Über diesen Stein hier drüber. Da gehen die auch meistens immer drüber und dann rennen sie sofort auf euch los und können euch vielleicht trappen. Deswegen ist es nicht so gut. Oh, Max Ammo, nice. So. Ach komm, lass mal nochmal einmal antrainen. Und dann war es das eigentlich hierfür. Also wie gesagt, Contra, es gibt hier 2 doofe Ebenen. Und die Bäume sind da hinten im Weg. Und als Pro, ich weiß nicht, ob man die Waffe da oben als Pro ansehen soll, da sie ziemlich weit weg ist. Aber man kann es durchaus machen. Sonst hat man hier eigentlich, ja gut, man muss halt schon ein bisschen erfahren sein, um hier laufen zu können. Es gibt immer knifflige Situationen und mit Petrifier hier dürfte es eigentlich kaum ein Problem sein, da man ja eh sowieso dann immer hochfliegen kann, wenn es mal brenzlig wird. Ja, ich denke mal, das war's hierzu. Da hinten gibt es zwar auch eine Waffe dran, aber die würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, da es dann nur einen Weg zurück gibt und wenn man die Zombies dann sofort hinter sich hat, dann würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen. Also da hinten, ich glaube, es ist die MP5, würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen und ja gut Leute, das soll es von diesem Video gewesen sein und man sieht sich natürlich wie immer im nächsten Video.